So, ich begrüße auch meine neuen Abonnenten und danke, dass ihr zu mir gefunden habt. Es war das letzte Video von Ihlmeier, das so gar nicht geplant war für mich, weil ich bin eigentlich gar kein Marketing-Typ. Ich bin überhaupt nicht, ich kenne mich da überhaupt nicht aus und plötzlich schickt mir oder sehe ich bei YouTube mein eigenes Video, dass man mir das vorschlägt. Und dann habe ich gedacht, aha, wie geht denn das? Warum? Und natürlich hat es dann auch jeden das vorgeschlagen. Und somit wurde ich auf einmal populär. Oder nur dieses Video. Und wahrscheinlich aufgrund des Namens Ilmeier, dass das halt in der Suchmaske vielleicht sehr oft drinnen war. Wie gesagt, ich bin danach kein Experte, ich kenne mich da nicht aus. Mache überhaupt alles auch gegen den Rat von Experten, sondern ich mache es so, wie es mir gerade gefällt, wie mein Impuls ist, wie die geistige Welt es für mich geplant hat. Und Moment, ich muss kurz Pause machen, weil. So, Entschuldigung, aber wer meine Kanäle kennt, der weiß, ich habe Katzen und unter anderem jetzt einen jungen Weißen, der gerade meine Zehen da ein bisschen massakriert hat. So, bevor er da anfängt zum Schreien, haben wir gedacht, ich mache Pause. Wo war ich stehen geblieben? Ja, bei den, dass das eigentlich gar nicht geplant war, dieses Video. Und dass das so explodiert ist. Aber das hat alles seinen Sinn. Ich vertraue der geistigen Welt, dass sie das so macht, wie es sein soll. Abgesehen davon, es hat auch bei mir jetzt eine Veränderung gebracht, indem, dass ich erkannt habe, nachdem man ja so viel Abonnenten und so viel Zuschauer hat, kriegt man und so viele Kommentare hat, kriegt man natürlich auch einmal negative Kommentare. Das habe ich nie gekriegt und dachte, siehst du, gibt es ja doch noch in dieser Welt, also in meiner Welt, weil jeder lebt ja in seiner Welt. Und denke mal, in meiner Welt gibt es auch noch solche Kommentare. Also sie schlupfen durch, um mich zu prüfen, um zu sehen, was diese Kommentare mit mir machen. Diese Kommentare waren aber gar nicht so blöd, weil ich bemerkte, wie stark ich schon bin. Also man sagte mir, ich stammle und was weiß ich. Erstens einmal, jetzt meldet sich kurz einmal mein Ego und tut sich rechtfertigen. Das war ein Halbtrance. Ich musste die ganzen Botschaften wieder herholen, was ich in vollen Trance gemacht habe. Und das war ein Halbtrance. Ich hatte geschlossene Augen und habe es auf ein Sprachmemo gesprochen. Und da ist es nicht so einfach. Da kann man kein Konzept auch nicht haben. So, und jetzt spreche wieder ich. Bei mir wird es nie ein Konzept geben. Und bei mir wird immer gestammelt und gestottert, weil das bin ich. So ist es. Ich werde mich dabei nicht perfektionieren für Leute, die nur das akzeptieren. Denn ich bleibe so, wie ich bin. Und ich mag die Menschen, wenn sie so sind, wie sie sind. Und wenn der noch so verrückt ist. Und wenn der noch so verrückt ist und ich kann vielleicht mit dem nicht, mag ich ihn trotzdem, weil er so ist, wie er ist und sich nicht verbiegen hat lassen. Ja? Und deswegen kritisiere ich ihn nicht, sondern ich liebe ihn für das, dass er die Person ist, die er tatsächlich ist. So. Und ja, wo mache ich weiter? Mache ich jetzt noch einmal bei diesem Vorsage, bei diesem Video mit oder bleibe ich gleich beim Ego? Ich glaube, ich bleibe gleich beim Ego. Das Ego haben wir programmiert bekommen. Nur mal kurz, dieser Kanal hier, wo du jetzt gerade gelandet bist, als neuer Abonnent und das noch nicht weißt, das ist jetzt kein reiner Vorhersagekanal. Ich bin ein Kanal, der gerne Sachen zeigt zur Bewusstseinserweiterung. Und zwar, wie du in die Ruhe kommst, wie du angstfreier wirst, wie du dich aufs Leben freuen kannst und somit kannst du auch vieles integrieren. Du kannst genauso wie ich dann
Botschaften entgegennehmen. Sei es jetzt mit Gefühl, mit Wissen, mit Bildern oder gehört. Bei mir ist es hauptsächlich hören, dann als nächstes kommen die Bilder, dann kommt das Wissen und dann das Gefühl. So ungefähr. Wir können alle alles. Und ja, gut. Ich war noch beim Ego. Und das Ego wurde nämlich programmiert als Kind schon. Wir haben nämlich als Kind vieles gezeigt bekommen, damit wir uns in das System und in die Gesellschaft integrieren, damit wir es einfach leichter haben im Leben. So war die Erziehung. War, es verändert sich jetzt. Gott sei Dank. Und zwar dieses Integrieren hat so funktioniert, indem dass wir immer etwas gemacht, wenn wir was gut gemacht haben, eine Belohnung bekommen haben. Später dann war es eine Benotung in der Schule und ganz später war es als Jugendlicher, wo du das schon ziemlich wurscht war, weil du wieder rebelliert hast, war es dann das Geld. Ne? Auch dann im späteren Leben war es immer das Geld nachher eventuell die Belohnung, deswegen der Lohn, den du bekommst. Ja? Es ist alles eine Belohnung. Das heißt, als Kind hat man schon gelernt, okay, ich mach's, obwohl ich es gar nicht will, aber ich kriege ja Belohnung dafür. Das haben wir so von klein auf gelernt. Und jetzt wollen wir das noch weitermachen, indem dass wir der Gesellschaft und jedem gefallen wollen, auch unseren Abonnenten. So, sage ich jetzt, weil die Influencer, also auf Instagram und auch auf YouTube, viele sich zeigen, nur mit schönster Kulisse geschminkt und was sie, also von ihrer schönsten Seite mit Konzept alles durchgedacht und man sieht es oft bei den Videos, wenn sie so abgehackt sind und geschnitten sind, dass die ganzen und Überlegungen alle weg sind, nur um der Masse zu gefallen. Dann ist es das Ego, das programmierte Ego. Das ist oft nicht die Person selber. Sie macht es in dem Sinne, dass sie sagt, oh ja, es gefällt mir und ich will ja gemocht werden, weil dann geht es mir gut. Aber irgendwann einmal ist es sowas wie ein Burnout, weil irgendwann einmal ist es zu viel Rollenspiel, weil das Sein, das ich nicht sein darf. Ist ein bisschen verwirrend, aber ich hoffe, es ist verständlich. Also für mich ist so, dass die Leute irgendwann dann Probleme haben mit ihrer Identität. Und bei mir ist so, dass ich sage, ich habe jetzt da sehr viel mit meinem Ego immer gesprochen oder gekämpft am Anfang. Das ist, wenn irgendwas war, na, das muss man so machen, dann denke ich, muss ich das jetzt wirklich so machen, weil es ein anderer so erwartet oder weil ich es will. Und das ist eine gute Idee, sich immer wieder das zu fragen, bei jedem Ding, bei jeder Aussage, überall, selbst beim Streiten. Beim Streiten, man streitet oft so gerne, weil man Recht behalten will oder weil man einfach ihm sagen will, man ist im Recht, mir geht es genauso. Und das ist, finde ich, die Königsdisziplin, glaube ich einmal, weil da bin ich noch nicht drüber, dass man dann im Streit, direkt im Streit, innehält und sagt, hallo, da redet ja das Ego. Weil mir ist im Grunde ja wurscht. Weil nach dem Streit denke ich mir, warum haben wir darüber gestritten? Das ist doch sowas von wurscht. Das ist doch so ein Blödsinn, über so ein Thema zu streiten. Ja klar, weil man es nicht selber war, das war das Ego. Versteht's? Also dadurch sind auch diese Aussagen, diese Negativkommentare, kommen auch von dessen Ego. Das ist nicht er selber. Und deswegen kann ich auch nicht unbedingt böse sein. Nur Kommentare, die vielleicht dann unter die Gürtellinie gehen, die würde ich dann trotzdem gerne löschen, weil es gibt nämlich hier Leute, die natürlich die Kommentare mitlesen und wo sensible Leute sind und
die sich dann darüber aufregen, über solche Kommentare und beschweren. Und ja, und diese Angst auch, also manche haben natürlich Angst bekommen, auch bei meinem Video, was überhaupt nicht beabsichtigt ist. Warum sage ich gleich? Nur diese Wut- und Angstenergien, die möchte ich nicht haben, dass die von meinem Kanal aus in das Feld gesetzt werden. Wir brauchen dort Liebe, Fröhlichkeit, ja, Stärke. Das brauchen wir. Mut. Am Anfang noch Mut. Später brauchen wir den nicht mehr, weil dann leben wir ja schon. Diese Dinge gehören eigentlich in dieses Feld gesetzt. Und alles, was negative Energien versprühen könnten, schaue ich, dass wir die wegkriegen, obwohl die haben eh keine Chance mehr. So, was ich meine mit der Vorsorge, gehen wir jetzt rüber, noch einmal zu diesem Video. Es ist nämlich so, dass das bei mir sich gezeigt hat, dass ich eigentlich sehr viele Aussagen, also es ist ganz spontan, ich weiß jetzt nicht, ob ich das schon gesagt habe, ganz spontan entschieden, dass ich das weggeschickt habe. Ja? Und plötzlich wo ich normalerweise so gerade einmal 10 Aufrufe habe, waren schon 4.000 Aufrufe. Und ich konnte gar nicht mehr so reagieren, wo auch das Ego gesagt hat, naja, ist das gut, dass du das jetzt gemacht hast? Ne? Ja, konnte gar nicht so schnell reagieren. Und dann habe ich gedacht, na, es passt schon innen drinnen. Die Stimme war immer, nein, lass, passt, das passt so. Das Ego war, nein, du es nicht. Und mein Inneres war, oh ja, lass. Und ich habe dann bemerkt, es gibt wirklich Videos, wo auch von Vulkanausbrüchen gesprochen worden ist. In den Kommentaren wurde so viel davon gesagt. Ich wusste das gar nicht. Ich schaue erstens einmal keine Nachrichten. Ich schaue auch gar nicht mehr in den Social Medias nach, auch nicht mehr in den Alternativnachrichten. Ich weiß davon gar nichts mehr. Ich will mich auch davon komplett, ja, komplett, so ziemlich wegnehmen, damit ich neutral bleibe, damit ich objektiv bleibe und mir nur von der geistigen Welt alles mitteilen lassen kann. Also ich möchte da nicht schauen, dass ich da irgendwas integriere von dem gehört Gesagten. Alles, was wirklich hundertprozentig wichtig ist für mich zu wissen, das kriege ich dann auf irgendwelchen Wege. Entweder erzählt es mir mein Mann oder ich lese halt wie hier jetzt in die Kommentare. Es kommt sowieso zu mir. Ich habe da das Vertrauen in die geistige Welt, dass alles, was ich wissen muss von außen, auch bekomme. Und in der Vorsorge, also ja, es ist so, es hat sich herausgestellt, dass schon voriges Jahr, als ich voriges Jahr vieles für das vorige Jahr gesagt habe, dass das dann dieses Jahr alles eingetroffen ist. Also das ist ein Nachteil, wo Leute gesagt haben, mein Gott, na, jetzt ist das und das passiert, sage ich, das habe ich eh euch gesagt, voriges Jahr. Leider Gottes hätte ich da vielleicht erinnern sollen. Und ich bin mir jetzt nicht so sicher, weil ich schon seit März, bei mir beginnt das Jahr immer mit März, das ist zum Frühlingserwachen, erstens einmal, da sprießt die Natur, das heißt, da erwacht die Natur, da sprießt wieder alles, das heißt, das Jahr beginnt, es beginnt zu wachsen. So, das erste Indiz, das zweite Indiz ist, September ist der 7. Monat, 8. Monat ist Oktober, also September, Oktober, Okto, Novo, Derci, ne? Also Okto 8, Nove 9, DC 10. Also folglich muss März der erste Monat sein. Beginn ist 1. März, also ja, eigentlich Frühlingsbeginn, aber wir sagen jetzt 1. März, weil wir sagten das gerade unbedingt der 21. der Frühlingsbeginn, mein Tag und Nacht gleich, ja, okay, vielleicht, wurscht, ich will da jetzt nicht in das Datumsgeschichte reingehen, das ist jetzt nicht Thema. Für mich beginnt es im März und es war so, dass seit März lebe ich im Jahr 2023. Ich will überall, kennt ihr das, wenn ihr gerade das neue Jahr begonnen habt und ihr müsst das Datum schreiben und schreibt immer das Jahr vom Vorjahr, bis ihr endlich das neue jetzt drinnen habt. Bei mir ist gerade umgekehrt, ich habe im März, seit März möchte ich überall 2023 schreiben. Ich lebe im 2023 die ganze Zeit, muss mich immer wieder korrigieren, auch mit meinem Alter, weil ich ja
genau, zu einem runden Datum also, ja, Geburtstag habe. Also ich sage es, wie es ist. Ich bin, muss immer überlegen, jetzt 52, ich werde 53, das heißt im Jahr 23 wäre ich 53. Aber ich sage oft, ich habe jetzt schon die ganze Zeit immer gesagt, ich bin 53, weil ich glaube, wir haben das Jahr 23. Selbst letzte Woche, als ich einen Kalender kaufen wollte und die nicht gefunden habe, wo die sind, und die Verkäuferin oder eine Regalbetreuerin gefragt habe, wo sind denn jetzt die Kalender? Und sagt, na, dort. Und dann, aha, gut, okay, gehen, schau. Ja, das sind ja alles alte, das sind ja nur von heuer. Ich will ja einen neuen, ich will ja einen von 24. Also ich bin wirklich ein Jahr voraus. Und was sagt mir das? Das, weil ich schon in der Freude lebe, dass nachher im Jahr 23 alle in der Freude leben. Das heißt, ab März 23 sind so viele Veränderungen passiert, die jetzt viele Schwierigkeiten machen, weil viele Angst haben vor Veränderung. Die werden sehen, ab März ist es dann komplett anders, aber ich glaube, sie haben sich dann schon daran gewöhnt, dauernd in einer Veränderung zu sein. Sie haben das Veränderungen schon integriert in ihrem Leben, und somit werden sie dann auch glücklich, weil sie dann auch schon sehen, im März 23 sehen wir schon, es ist noch nicht fertig, aber wir sehen schon, in welche Richtung diese Veränderungen gehen werden, dass es vielleicht noch hart sein wird, aber dass dann die Belohnung kommt, wenn man das wieder so nennen mag. Vorsage ist aber auch gut. Also damit wollte ich jetzt sagen, es kann natürlich sein, dass dieser Vulkan, jetzt habe ich gleich zwei Themen wieder angerissen, das ist so typisch von mir. Das kann natürlich sein, dass dieser Vulkan nicht heuer ausbricht, sondern nächstes Jahr, aber ich würde trotzdem vorsagen, sicher ist sicher. Je mehr ihr zu Hause habt, desto besser. Es kann sein, dass ihr eingeschneit werdet. Es kann sein, dass die Lieferungen ausbleiben. Mein Mann hat irgendwas gesagt, es gibt, er hatte jetzt erfahren von Deutschen, dass in Deutschland ein Konzern gerade in Konkurs gegangen ist, die den Harnstoff für die LKWs vertreiben oder herstellen. Wie auch immer. Entweder mein Ding, sind sie in Konkurs gegangen, weil schon so viele Lieferungen nicht vollzogen werden, weil es gibt ja schon Lieferengpässe, es sind schon einige Regale ja leer. Aber das sind Sachen, die wir nicht benötigen unbedingt, weil das dann, also ich habe gemerkt, diese Regale, die leer sind, sind Mitteln, die ich sowieso nicht kaufe. Solltest du einmal ein Produkt sehen, das also nicht mehr sehen, dass du es so gern gehabt hast und glaubt hast, das tut dir gut, dann ist es, weil es dir eigentlich gar nicht gut tut. Vertrau dem Leben, du kriegst alles, was du benötigst. So, und dieser Harnstoff brauchen aber die LKWs, und es kann auch sein, dass jetzt so heißt, dass die den Rohstoff nicht haben, weil wir wissen ja gar nicht, was da wirklich alles drinnen ist, dass die den Rohstoff nicht bekommen. Wenn das tatsächlich so wäre, dann wären viele der LKWs lahmgelegt, weil die ganzen neuen LKWs brauchen dieses, für eine saubere Verbrennung. Würde das nicht sein, dann würde der LKW stehen bleiben. Das heißt, viele neue LKW können gar nicht liefern, wäre wieder eine Unterbrechung der Lieferkette. Schau mal, was daraus wird. Daher bitte vorsorgen. Oder es wird, und das ist nicht kein Oder, sondern das bemerkt man auch schon, es wird noch einmal alles teurer. Und da sind wir froh, dass wir dann doch schon einiges gebunkert haben, oder? Und bis die Leute, die anderen drauf kommen, das jetzt auch kaufen müssen, haben wir schon. Also je früher, desto besser, oder? Ich finde, das ist keine Panikmache, sondern das heißt Vorsorge, für sich sorgen, Selbstliebe,
Versteht's? Sorgt's für euch vor, für ein Kind oder für euren besten Freund. Würdet ihr auch alles tun, also tut es für euch. Und das Zweite, was ich angerissen habe, gerade war dieses Veränderung. Es wird viele Veränderungen geben. Und das war eigentlich, war das mein Plan, bevor ich da jetzt so viel Zuwachs bekommen habe, war eigentlich ein Plan, ich mache jetzt nur das Ilmeier-Video für meine 104 oder 120, ich weiß nicht mehr, wie viele Abonnenten ich vorher hatte, mache ich nur für die paar 100 des 120 oder dieses Video und dann gehe ich gleich über mit meinen Veränderungsvideos. Das heißt, ich möchte inspirieren, ich möchte dich dazu inspirieren, dass du Routinen veränderst, dass du Veränderungen in deinem Leben vornimmst, um zu sehen, was es mit dir macht und immer ständig irgendetwas verändern und schauen, wie das für dich ist. Und wenn du nur jetzt umräumst, ja, oder nur im Bett die Plätze tauscht, ja, nur damit du bemerkst, oh, da ist jetzt irgendwie was anders, was macht das mit mir, kann ich mich dem fügen, kann ich mich da hineinleben und wir werden dann auch unangenehme Veränderungen bekommen und dieses schon integrieren, jetzt schon, dann tut es ja euch nachher viel leichter. Und deswegen starte ich eine kleine Reihe mit so Videos, wie was ich so alles in meinem Leben verändert habe, was sich da alles getan hat, um dich zu inspirieren, nicht einfach nachzumachen. Nein, ich bin jetzt nicht derjenige, der dir zeigt, was du zu tun hast, sondern du musst immer für dich denken. Ich bin lediglich nur da, also wenn ich sage, ich habe das so und so gemacht, dann ist das nur reine Inspiration für die Leute, die keine Ideen haben. Was könnte man noch machen? Oder die schon Ideen haben, aber ich ihnen dadurch einen Impuls gebe, ah, ja, genau, dann könnte ich ja das und das und das ja auch noch machen. Versteht ihr? Wenn nicht, ihr werdet es dann bemerken, sobald die Videos kommen. Also, wie schön. Danke für euch, fürs Dasein. Danke, dass so viele zu mir gewechselt sind. Und wenn, wie gesagt, euch mein Gestammel und Stottereien und Versprecher nicht stört, ist es schön, wenn ihr bleibt. Wenn es euch stört, dann, ja, dann dürft ihr wieder gehen. Wie gesagt, YouTube hat genug Kanäle. Bei mir muss man nicht bleiben. Ich liebe den Mensch, so wie er ist. Und lass mich auch deswegen nicht verbiegen, weil auch ich mich liebe, so wie ich bin. Versteht ihr? Bis bald. Tschüss.